bin Melina, 25 und ich bin nie zu spät, außer heute. Und ich möchte an dieser Stelle Hans Pollack grüßen. Mein Trainer, der ist heute Vater geworden. Grüße, Hans. Ich bin Janni, 21 und ohne die Medium Spray Routine von Jeremy Fragrance gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Und damit willkommen zu Erkennst du den Song, euer Lieblingsmusikshow auf YouTube. Heute mit zwei tollen Gästen. Zu meiner Linken unser Gast, Jan Niklas. Und zu meiner Rechten, Melina Sophie. Yes! Schreibt jetzt euren Lieblingssong in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da natürlich. Und wenn ihr mal hier stehen wollt, euer Lieblingssong und was bringt ihr uns für ein kreatives Gastgeschenk mit? Das hat der Janni nämlich auch gemacht, aber dazu kommen wir später. Du bist unser Wildcarder heute. Richtig. Ganz kurz, wo kommst du her, Junge? Ich komme aus Meppen, im Emsland. Mhm. Bist du SV Meppen Ultra? Meppen, 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 Meppen. Ja, Südkurve. Melina, du hast gerade schon gesagt im Vorgespräch, im anderthalbstündigen, du kannst nichts, was Musik, also du kennst schon Musik, aber du wirst die Spiel verkacken, hast du gesagt. Ja, und ich habe auch gesagt, dass, ihr kennt ja alle diese Leute, die dann sagen, so bei einer Klausur, oh, ich habe bestimmt eine 5 geschrieben und die haben dann eine 1, aber ich habe immer gesagt, ich habe eine 5 geschrieben, ich hatte halt wirklich eine. Also ich sag das nicht nur so. Ganz wichtig, die Hände in diesem Bereich, das sehe ich gar nicht gerne. Also hier. Nicht so, ja? Das auch nicht. Vielleicht so, wenn es so ein bisschen mal so. Moment, aber erstmal fängt immer hier so an. Migi, gib Gas. Schiri, wenn ich kann, für dich die Zeit zu. Shirin David, du liebst mich nicht. Ado. Kojo. Oh mein Gott! Also, auch gewusst. Da war ich zu langsam. Ist das deine Mucke? Was hörst du privat? Viel so 90er auch. Oh ja, 90er und ist immer gut. Mark Forster. Ja, ja. Nee, war ein Spaß. Mark Forster. Nee, du musst ja, das wenn man hört. Mark Forster macht ja Popmusik. Da warst du zu langsam. Das sind die Bee Gees mit Night Fever. Okay, falsch. Bee Gees, Stayin' Alive. Ich kratze immer dran und dann ist es da am Ende doch falsch. Also langsam zweifle ich an meinen Fähigkeiten. Hast du schon mal 0? Ich hatte natürlich noch nie 0 Punkte. Nein, natürlich nicht. Ich bin jetzt auch, ich bin schon direkt gerettet. Oh, ich dachte, ich gehe mit 0 raus. 1, 0, 1. Weiter geht's. Kein Plan. Nee, auch nicht. Das ist in den Charts gerade. Ich habe es mir sogar gestern noch angehört und ich konnte es mir nicht merken. Was hörst du denn sonst für Musik? Was ist, ich höre querbeet, alles durch, je nach Stimmung. Hast du auch ein Guilty Pleasure, wo du, was du dich eigentlich schämst, in der Öffentlichkeit zu sagen, was du hörst? Helene Fischer. Ja, gut. Geht noch, ja? Was ist dein Guilty Pleasure? Ich höre gerne Modern Talking, muss ich sagen. Ist doch gut. Ich höre das gut. Das ist allergisch. Das ist auch süß. Deutsche Coldplay. Pink, Cover Me in Sunshine. Die hat ein Feature? Mit ihrem Kind, mit ihrem Kind? Wie auch immer das heißt. Willow, Sage Heart. Das hast du auf Insta in deinem. Ja. Genau. Ich wusste nicht, dass du gebuzzert hast. Ich habe mich schon so gefreut. Dachte, ich hätte den Punkt. Was machst du in deiner Freizeit? Ich mache ganz viel Sport. Ich laufe, treffe mich viel mit Freunden, meiner Freundin ab und zu auch. Wie schnell bist du auf 100 Metern? Ich bin 800 Meter Läufer. Ich kann den Kilometer, kann ich dir sagen. Da läuft 2,28. Ist das gut, Luki? Das ist krass. Das ist krass. Das sind so 14,8 Sekunden auf 100. So schnell laufe ich, wenn das Finanzamt hinter mir her ist. Dann laufe ich auch. Du bist Gewichtheberin. Naja, mehr oder weniger, so hobbymäßig. Wie viel hebst du da so? Boah, ich fange ja wieder ganz von vorne an. Die Gyms haben ja zu. Ich bin bei Deadlifts momentan bei 80 vielleicht. Boah. Nicht gewusst. Aber diesen Song hast du doch bestimmt verinnerlicht. Du bist ja, gehörst dazu, der größten Social Media Person in Deutschland. Du hast den ganz großen Hype gehabt und dann warst du in Island plötzlich. Wie geht's dir aktuell?
Wie ist dein Leben? Geordnet. Wie ist mein Leben? Mein Leben ist zurzeit tatsächlich sehr geordnet. Mhm. Aber durch den Lockdown oder nicht Lockdown, haben wir Lockdown oder nicht? Ich verstehe es auch nicht. Wenn das ausgestrahlt wird, ist schon alles wieder gut. Ist so ein bisschen langweilig manchmal. Also der Alltag kann ein bisschen langweilig werden, aber doch. Wie ist es denn in Island? Wie ist es da? Sehr ruhig, wobei, die können krass feiern. Kannst du auch Isländisch sprechen? Ich kann Isländisch verstehen. Also nicht sprechen? Nee, ich habe immer auf Englisch geantwortet und die haben auf Isländisch zu mir gesprochen. Kannst froh sein, wenn Benni an dieser Stelle gestanden hätte, hätte er jetzt auch versucht, Isländisch zu sprechen. Perfekt. Anfang ohne Ende. Wo fängt der Himmel an? Bin wie berauscht von dir. Ist das pur mit Funkelperlenaugen? Ja, was denn, Spiegel? Hab mich wieder mal an dir betrunken. An dir betrunken von pur? Nein. Was hab ich letztens? Hochprozentig Liebesrausch, den schlaf ich mit dir aus. Oh, bin schon ganz und gar, hab mich wieder mal an dir betrunken. Absoluter Fail von mir. Cool, richtiger Fail von mir. Hätte ich niemals erreicht. Aber den Song kennst du doch, oder? Nö. Ach, dann gib mir jetzt mal dein Geschenk. Komm. Also gib's mir nicht, zeig es mir, was du hast. Ja. Oh, ich sehe schon was Goldenes. Ja. Wow. Also das ist jetzt nicht so eine Standard-Ananas. Die könnt ihr hier so abnehmen und dann da ins Regal stellen. Und für Melina habe ich ein Ei. Also es gibt natürlich noch andere Eier. Aber also, die darf nicht berühren, wir desinfizieren es erst. Aber es ist ein Funkei. Surprise-Ei. Genau. Oh, danke. Sehr gerne, sehr gerne. Rihanna, please don't stop the music. Ja, Rihanna, don't stop the music. Nein! Seit wann gelten denn diese neuen Ab Regeln? Ab jetzt. Billie Eilish mit dem Song da. Keine Ahnung. Billie Eilish mit Lovely und Khalid. Sauber. Du hast gerade gesagt, du hast eine Freundin, möchtest du vielleicht mal grüßen, deine Freundin? Ja, liebe Grüße an Emma. Emma! Die hält das Auto warm. Er hat gerade gesagt, er hat einen Ring gekauft. Ich werde mich mal auf was gefasst machen, wenn er wieder in Meppen ist. Genau. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Lina, was ist für dich so der Plan für das Restjahr? Hast du noch irgendwas? Möchtest du deine Deadlifts auf 8 Tonnen noch erhöhen irgendwann? Oder was ist so dein Absolut. Also jetzt habe ich ja genug Zeit. 8 Tonnen klingt nach einem sehr realisierbaren Wenn Ziel. Wenn er so schnell laufen kann, kannst du auch 8 Tonnen nehmen. Ja, das ist das Ziel für dieses Jahr. Ich gehe alle, obwohl der heißt nochmal, welche ist das nochmal? Ich will so sein, als wäre ich ist auf jeden Fall unkaputtbar und zwar von einer Wollny-Tochter. Jetzt müssen wir wissen, von welcher Wollny-Tochter es ist. Es ist Sarah Jane. Nein. Estefania, unkaputtbar, Tochter von den Wollnys. Ja, wir sind unkaputtbar. Ja, muss auch nicht zählen. Nee, zählt, ist okay. Doja Cat, say so. Damit gewonnen, ja, Niklas, viel Spaß. Ah ja, da habe ich noch gewonnen. Nimm dir. Richtig. Hey. Und? Dankeschön. Nicht berühren. Nein, ich berühre nicht, ich berühre nicht. Was machst du mit deinem Gewinn? Also du darfst natürlich nicht behalten, aber du bist natürlich jetzt der Star in Meppen, ne? Ja. Ich bedanke mich natürlich auch bei Melina Sophie. Oben gibt es ein Video von Simplicissimus, der große McDonald's Monopoly-Betrug. Und unten gibt es die letzte Folge, erkennt ihr den Song für euch. Macht euch auch einen schönen Tag, abonniert für noch mehr Spaß. Und adios, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.